Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Hoher Beauftragte, ich begrüße es, dass das Quartett mit seiner Initiative zum Nahostfriedensprozess nicht bis zu den US-Präsidentschaftswahlen gewartet hat. Ich möchte die positive Rolle der Hohen Beauftragten in diesem Prozess hervorheben, die ihre erste außenpolitische Reise in die Region nach Israel und Palästina getätigt hat und das Tagesordnungsthema weiterhin immer wieder auf der Agenda hielt. Leider bestehen weiterhin viele Hindernisse für eine friedliche und nachhaltige Lösung des Konflikts. An diesem Montag hat der Generalsekretär der Vereinten Nationen die Entscheidung der israelischen Regierung kritisiert, den Bau von weiteren Siedlungen im Westjordanland und in Ostjerusalem voranzutreiben. Ich stimme der Kritik von Ban Ki-moon voll und ganz zu. Darüber hinaus ist die Einschränkung der Meinungsfreiheit in Israel und Palästina durchaus zu nennen. Zum einen in dem bereits genannten NGO-Transparenzgesetz, der einen Teil der organisierten Zivilgesellschaft gezielt stigmatisiert, zum anderen auch in der Situation in einigen sozusagen Gesetzesinitiativen der palästinensischen Autonomiebehörde. Herzlichen Dank.